Willkommen zu einer neuen Pescado TV-Folge. Beginnen wir wie immer mit den News. Am Montag beginnt das Betriebspraktikum der 9a. Am Dienstag werden die schriftlichen Abiturprüfungen im Leistungskurs und Grundkurs Mathematik geschrieben. Und am Donnerstag die schriftlichen im Grundkurs Französisch. Also viel Glück euch! Heute haben wir mal ausnahmsweise keinen kuriosen Feiertag für euch, sondern einen sehr wichtigen. Und zwar den Tag der Arbeit. Der Tag der Arbeit lässt sich auf die Arbeitsbewegung im 19. Jahrhundert zurückzuführen, denn damals haben Tausende von Menschen für mehr Rechte für die Arbeiterklassen protestiert. Und auch heute gibt es noch Veranstaltungen dafür, die sich gegen die Ausbeutung der Arbeiter einsetzen, gegen Rassismus und gegen den Kapitalismus. Der heutige Song der Woche ist Cool for the Summer von Demi Lovato, weil ich finde, der Song stimmt einfach super auf den Sommer ein und gerade jetzt, wo es wieder wärmer wird, ist es genau passend. Und im zweiten Teil werdet ihr jetzt den Tag 11 von unserem Besuch in Rubona sehen und das ist jetzt dann auch schon der letzte Tag gewesen. Ich hoffe, euch hat diese Reihe gefallen. Nächste Woche kommt dann nochmal auch nochmal was zu Rubona, aber das war es dann eigentlich soweit jetzt erstmal. Hallo und ein letztes Mal liebe Grüße aus Uganda. Wir haben heute unseren letzten Tag damit gestartet, dass wir einen Reisesegen hatten in der Kirche in Rubona. Dort waren wir mit unseren Lehrern und auch mit den Lehrern und unseren Partnerschülern aus der Rubona Secondary School. Und ja, es war ein sehr lustiger und fröhlicher Segen und es war mit sehr viel Gesang und Musik und hat uns fröhlich und schön in unseren letzten Tag starten lassen. Genau, dann ging es auch schon zurück zur Schule und dort fand dann die Einweihung des Taskers statt und es wurde schon ordentlich eingekauft und ich hoffe oder denke auch, dass es ein sehr erfolgreicher Teil der Schule wird und wir sind da sehr optimistisch. Mhm. Und falls ihr mal zufällig in Rubona seid, könnt ihr gerne vorbeikommen und was kaufen. Ja, nach der Taskeröffnung haben wir uns dann alle nochmal versammelt, also alle Lehrer, alle Schüler und auch die Eltern einiger Schüler. Und dann haben einige Leute noch eine Rede gehalten. In diesen Reden ist die Dankbarkeit und die Freude der Menschen nochmal deutlich geworden. Und es hat auch Spaß gemacht, dort zuzuhören. Und anschließend haben wir dann nochmal Geschenke bekommen. Zum Beispiel die Hüte und die T-Shirts. Ja. Genau, zusammenfassend wollen wir uns eigentlich nur noch einmal recht herzlich bei Herrn Weigel, bei Frau Vogel und auch bei Herrn Vogel bedanken für die richtig, richtig schöne Zeit. Es hat auf jeden Fall sehr viel Spaß gemacht und wir haben total viele neue Erfahrungen gesammelt und hatten eigentlich eine unvergessliche Zeit, die uns wirklich so viel Schönes bereitet hat. Auch unsere Partnerschule hat uns so herzlich aufgenommen und man kann eigentlich gar nicht genug sagen, wie dankbar man dafür ist, das alles miterlebt zu haben. Ja, und damit verabschieden wir uns mit unserer letzten Folge. Tschüss! Tschüss. Tschüss.
das war's mit der heutigen Pascal-Tipp-Folge. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Jetzt geh.